Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich leg mich jetzt nochmal schlafen, bis zum nächsten Morgen. Und wir wollten jetzt dann auch einmal zu Kyroka. Müssen auch an den ganzen, ja, Suchenden vorbei. Und bevor ihr irgendwie was schreibt oder sagt, so wegen Kanta, ich hätte dann noch 500 Gold zahlen sollen, damit ich mit den Händlern hier noch was machen kann. Ich sag mal so, ihr könnt mich gerne dafür verfluchen oder sonst was. Ich weiß jetzt nicht, ob Sarah wiederkommt oder die jetzt für immer weg ist. Aber es ist für mich persönlich jetzt eine Genugtuung, ihn tot zu sehen oder ihn getötet zu haben, ihm nicht diese 500 Gold zu geben, dann nehme ich das gerne in Kauf, dass ich jetzt mit keinem der Händler mehr in Korinnes handeln kann. Ja, dann ist das halt so. Ausnahme wäre tatsächlich, wenn ihr mir jetzt schreiben würdet, ich könnte dadurch einige Quests gar nicht mehr erledigen. Aber ich gehe mal von aus, dass es noch nicht so ist. Aber trotzdem, diese Genugtuung ist einfach für mich. Ich werde auch den Speicherstand, welcher Speicherstand war denn das? Wenn ich hier auf Laden gehe. Ich werde dann Speicherstand 4 hier erstmal ein Weilchen nicht überschreiben dafür. Dann mache ich noch einen 7. Speicherstand dafür lieber. Dass, wenn da wirklich es mit Quests zusammenhängt, dass ich dann einige Quests nicht erledigen kann, dann würde ich tatsächlich auf Speicherstand 4 nochmal laden und alles bis dahin nochmal nachspielen oder so. Aber jetzt erstmal ist es für mich eine Genugtuung, dass ich Kanta jetzt erledigt habe, aus dem Verkehr gezogen hatte. Und es ist mir wert, dass ich jetzt momentan dann halt nicht mit den ganzen Händlern mehr handeln kann, weil ich ihm diese 500 Gold nicht gegeben habe. Und ja, bevor ihr mir alle sagt, so, du hättest das so oder so machen sollen, so, ist es für mich jetzt erstmal eine Genugtuung. Erst wenn ich wirklich durch Quests nicht mehr vorankomme, dann würde ich das vielleicht nochmal neu machen und ihn dann doch, bevor ich ihn erledige, aus dem Verkehr ziehe, 500 Gold gebe. So, aber jetzt will ich erstmal irgendwie zu Kyroka. Ich will dieses Dingens. Ach ne, da ist schon wieder einer. Hin. Oh, warum müssen die immer da sein, die Suchenden? Das sind viel zu viele Suchende, die hier überall rumstehen. Wer ist das da? Hey du, warst du schon mal im Kloster? Kann sein, wieso? Nehmen die noch Leute. Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinnis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Das auf jeden Fall. Okay, dann ich gehe da mal hin. Pyroka müsste da drin sein. Ich hoffe, ich kann da rein. Ich hoffe, ich kann mit denen reden. Ich hoffe, der kann mir helfen, was diese Suchen da angeht. Wer war das nochmal hier draußen? Milton! Was macht der denn hier? Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben.
Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Okay. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garund ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Ja. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Ja, das tue ich. Muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyroka ist in der Kirche. Okay. Danke, Milton. Also zu weit weg? So, ich gehe mal hier in dem Tempo. So, Novize. Glaubst du wirklich? Talan? Ich weiß nicht, warum man dir erlaubt hat, das Kloster zu betreten. Ich bin Palan und verantwortlich für unsere Novizen. Ich möchte nicht, dass du sie durch dumme Fragen von der Arbeit abhältst. Ist das klar? Das hätte er doch besser wissen müssen. Klar. Das will ich hoffen. Das kann doch nicht wahr sein. Wo finde ich? Man muss eben aufpassen, was die Kirche, Kapelle, Bibliothek, die Kirche. Die Kirche. Grundgütiger. Hat Innos dich mit Blindheit geschlagen? Wo ist die Kirche? Sei kein Arsch. Okay, die Kellergewölbe? Die Kellergewölbe. In der Mitte des rechten Säulenganges ist der Eingang zum Kellergewölbe. Die Kapelle? Ist der Raum in der Mitte des linken Säulenganges. Dort beten die Paladine zu Innos. Und die Bibliothek? Die Bibliothek ist am Ende des linken Säulenganges, direkt gegenüber der Kirche. Okay. Meine Meinung kennst du ja schon. Also das ist die Kirche. Geh mal hier rein. Pentagramme oben auf. Novize. Argon. Hey, du. Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauen kann. Und wie geht's denn sonst? Du bist nur Gast hier im Kloster Innos. Also solltest du dich entsprechend benehmen und mich nicht bei der Arbeit stören. Beten. Das ist keine Arbeit. So, Pyroka, wer ist denn das? Ulta? Und Serpentis. So, Pyroka will ich mal. Einige Bürger von Korinis sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Gleiches gilt für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Korinis. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Also werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, aber... Kein Aber. Wir werden verfahren, wie wir es für richtig halten. Und ich hoffe, auch du wirst das respektieren. Okay. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garund im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen? Bist du nicht mehr du selbst? Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig.
Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Okay, ich bin gekommen. Besessenheit heilen. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Gut, hier hast du das. Hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Wer hat das getan? Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Was heißt Segen? Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Danke. Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Ein käuflicher Söldner deines Schlages könnte uns in dieser Angelegenheit von Nutzen sein. Was will Serpentis jetzt? Wen soll ich töten? Ich habe schon genug zu tun. Such dir jemand anderen. Ja, komm. Wen soll ich töten? Um Innos Willen. Natürlich niemanden. Die Sache verlangt schon ein wenig mehr Feingefühl, du grober Klotz. Salandril, der Alchemist des oberen Viertels der Stadt, hat sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht und muss dafür bestraft werden. Doch er weigert sich, ins Kloster zu kommen, um sich verurteilen zu lassen. Bring ihn hierher. Wie du das anstellst, ist uns gleich. Du sollst natürlich auch dafür belohnt werden. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Ist das nicht die Angelegenheit der Miliz? Ich habe schon genug zu tun. Ja, komm, wir nehmen das mal mit. Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Gut. Wir erwarten von dir in ein paar Tagen zu hören. Hast du mir noch etwas zu sagen? Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Okay, apropos, wir haben ja so einen Trank bekommen. Darf gegen die göttliche wie ist denn das? So, ein Lederbeutel. Erstmal aufmachen. 100 Gold, nice. Welcher Trank? Wo ist denn der Trank? Welcher war denn das? Das sind doch alles nur Gerüchte. Wein, Wasser, Wacholder. Bier. Ah, Heilung der Besessenheit. 2 Stück. Du fühlst dich erlöst.
So, Novize. Igaras. Hey, du. Was kann ich für dich tun? Hast du was Interessantes für mich? Hast du was Interessantes für mich? Nein. Okay. So. Opolos? Hey. Was machen die Schafe? Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Erzähl mir lieber, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Pedro hat uns verraten, Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Im Miental gibt es Drachen. Ich fange damit erstmal an. Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du? Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Pedro hat uns verraten. Ich habe es gehört. Aber nicht gewusst, dass du auch darüber Bescheid weißt. Deshalb habe ich nichts gesagt. Ist der Feind stärker als wir? Ich meine, werden wir ihn besiegen? Noch sind wir nicht tot. Und im Minental gibt es Drachen. Im Minental gibt es Drachen. Sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauergeschichten. Glaub mir, sie sind da. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Das wird sich zeigen. Okay. Mehr gibt's da nichts, aber wir haben ein bisschen Erfahrung bekommen dadurch. Marduk? Was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor. Was ist das Böse? Was ist das Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert, werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Innos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Wir sind die Vertreter Innos. Die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich nur Magier. Gibt es Neuigkeiten? Allerdings. Dem Feind ist es gelungen, einen Verräter in unsere heiligen Hallen zu schleusen. Er hat das Auge Innos gestohlen. Eines unserer wichtigsten Artefakte. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Wo ist der Dieb hin? Hat man den Mörder gefasst? Zum Glück, ja. Es war einer von den Halsabschneidern von Onas Hof. Das bezweifle ich. Wer? Den Namen kenne ich nicht. Aber bei den Söldnern sind durchaus ein paar Gestalten, denen man eine solche Tat zutrauen könnte. Was wird jetzt passieren? Was wird jetzt geschehen? Wir werden den Dieb verfolgen, egal wohin. Wir werden ihn zur Strecke bringen und seiner gerechten Strafe zuführen. Dazu müssten wir erst einmal wissen, wo der Dieb ist. Das werden wir schon herausfinden. Und wenn es auch noch lange dauern mag, wir werden ihn finden. Das schwöre ich bei Innos. Aber wo ist der Dieb hin? Das weiß ich doch nicht. Er ist wie ein Besessener zum Tor gestürmt und dann verschwunden. Egal, wohin er sich verkriecht, unter welchem Stein er sich auch versteckt, Innos Zorn wird ihn treffen und seine schwarze Seele verbrennen. Okay, sonst gibt's nichts Neues bei ihm. Darf ich hier rein? Raus! Ja, ich wollte nur quatschen. Sergio, ich wollte doch nur quatschen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, danke. Ich werde mich da nicht an. Egal, dann gehen wir hier mal lieber raus und ich will jetzt mal, Das ist doch nichts Neues. So, quatschen wir mal mit Milton. Ich
Weißt du, wo Pedro ist? Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Okay. Aber ich will auch nochmal im Söldnerlager mit Gorn nochmal quatschen. Und Lee. Ich speichere vielleicht mal lieber. Jetzt mache ich aber, wie angekündigt, Speicherstand 7. So. Ja. Damit wir die 4 immer noch beibehalten. Warte mal. Können wir nochmal mit Jorgen quatschen? Hey. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. So, das wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Vielleicht. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, kein Unfug. Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. Ja, okay. Der ist hier irgendwo runtergesprungen? Wahrscheinlich da durchgesprungen. Ich hab ne Idee, wo der vielleicht hin gegangen sein könnte. Da war ja immer so ein kleiner Weg an der Straße, so quasi vorbei, das zu einer Höhle geführt hatte. Können wir mit ihm nochmal quatschen? Iskarot? Hey. Segne mich, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, okay, der hat zwar Heiltränke, aber sonst hat er nichts, was ich gebrauchen könnte. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, auch über dich, danke. So, jetzt will ich aber nochmal zum Söldner. Und was meint der eine da nochmal? Wegen diesen einen Schrein, Wegschreine, sind geschändet worden. Ich war doch einzel. Ist das noch von Innos oder schon Innos Statue? Aber die sind geschändet. Ich darf die jetzt erstmal nicht benutzen, oder wie? Ja, gut. Aber wir gehen jetzt nochmal zu Lee. Und hoffentlich ist Gorn auch da. Also Gorn ist definitiv schon da. Aber ich bin jetzt neugierig, was da jetzt los ist. Und wir haben hier noch einige Quests, die wir noch erfüllt haben wollen. Diegos Gold, die Teleportsteine, Bilgots Flucht, die Sonnenaloe, die schnaubende Kreatur, leere den Krug in einem Zug, Romos goldene Schale. Müssen wir alles noch irgendwie... Ach ne, wieder so einer. Der hat mich schon im Visier. Da ist schon wieder einer. Wieso sind so viele von denen da? Ich muss zusehen, dass ich stärker werde, dass ich gegen die ankomme. Diese scheiß Suchenden, diese... Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hey, du, Kollege! Was willst du? Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, wie man hier in diesem Kaff an Geld kommen kann. Okay. Und? Ich glaube, ich habe da eine Möglichkeit aufgetan, wie wir schnelles Geld machen können. Ein Händler aus der Stadt würde für eine bestimmte Sache eine Menge Kohle springen lassen.
Warum erzählst du mir das? Warum erzählst du mir das? Ich kann es nicht machen. Ich muss hier bleiben und auf die dämlichen Schafe aufpassen. Du meinst die Bauern? Sag ich doch. Um was geht es? Der Händler meint, dass er Schattenläuferhörner sehr gewinnbringend vermarkten kann. Jemand müsste in den Wald gehen und diese Biester ausschlachten. Und da habe ich an dich gedacht. Von welchem Händler sprichst du denn da? Nee, Kollege, ich bin doch nicht dämlich und verrate meine Quelle. Da bist du an den Falschen geraten, mein Lieber. Entweder du machst den Deal mit mir oder gar nicht, klar? Ja, okay, wie viel ist denn da zu holen? Eine Menge Geld, sage ich dir. Auf jeden Fall wird es sich für uns beide lohnen. Und weil du mir damals das Gold gegeben hast, mach ich dir einen Sonderpreis. Klingt gut. Du hörst von mir, wenn ich an Hörner rankomme. Okay, wegen den Hörnern, das Schattenläufer. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Nee. Ich hoffe, der eine Suchende ist jetzt nicht in der Nähe. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr. Ich hoffe, der ist weg. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Das mit dem Suchenden, das regt mich hier. Da ist er schon wieder. Wie weit ist er denn gelaufen? Da vorne. Nee, das ist Greg. Oder Greg. Der nur am Essen ist. Der ist auch andauernd nur am Essen. Gibt's von dem was Neues? Nö. Alter, da schon wieder rechts einer. Alter, wie die Kakerlaken. So, ich will jetzt aber mit Lee noch einmal quatschen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Und Gorn finden. Das ist doch lange. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Warum arbeitest du nicht? Hast du es noch nicht gehört? Die Paladine haben Bennett verhaftet. Wie reagieren die Söldner hier auf dem Hof? Was die vorhaben, weiß ich natürlich nicht genau, aber einige sind wirklich stinksauer. Kann ich verstehen. Wenn es nach denen geht, würden sie lieber heute als morgen die Stadt angreifen, um Bennett da rauszuholen. Sprich mal mit Lee. Vielleicht kannst du ja was unternehmen. Das habe ich vor, definitiv. Weswegen wurde Bennett denn verhaftet? Mord. Bennett soll einen der Paladine ermordet haben. So ein Unsinn. Ich war doch bei ihm. Warum gehst du nicht in die Stadt und klärst das Ganze auf? Die stecken mich doch direkt in den Bau, als Komplize. Nee, schon gar nicht in der jetzigen Situation. Situation? Du weißt schon, Ona und die Stadt, das muss dir ein böses Ende nehmen. Und was ist passiert? Naja, wir waren in der Stadt, um einzukaufen. Auf einmal haben wir einen Schrei gehört. Jemand rief, da sind sie, packt sie. Junge, hatte ich einen Schiss. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt, als ob die Dämonen hinter mir her wären. Bennett war direkt hinter mir. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber als ich vor der Stadt war, war Bennett verschwunden. Ich habe ihn wohl noch in der Stadt verloren. Okay. Ich habe so einiges hätte doch vorher gewusst. Das ist doch alles nur gerät. Ja, ich muss zusehen, dass wir Bennett da rausholen. Definitiv. So. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Da ist Gorn. Gorn! Nicht, du hast das nicht gewusst. Hey, alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Also komm hier nicht. Und was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Ja, okay. Ich hab mir das schon gedacht. Quatsch jetzt aber einmal mit Lee. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Ja, ich habe Gorn befreit. Ja, er hat mir schon davon berichtet. Gute Arbeit. Er ist mehr wert als Silvio und seine Jungs zusammen. Das auf jeden Fall. Ich komme aus dem Mund. Hast du eine bessere Rüstung für mich?
Ich habe eine. Schwere Söldnerrüstung. 2500. Was ist mit Bennett? Was ist mit Bennett? Du hast es also schon mitgekriegt. Die Hunde haben ihn eingelocht. Einfach so. Als ob ich nicht schon genug Probleme mit meinen eigenen Leuten hätte. Jetzt kann ich mich auch noch um die Paladine kümmern. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Was willst du wegen Bennett unternehmen? Was willst du wegen Bennett unternehmen? Hat er doch vorher. Ich weiß noch nicht. Ein paar von den Jungs würden am liebsten in die Stadt rennen und diesem Lord Hagen die Zähne einschlagen. Zum Glück sind wir nicht genug Leute für so eine Aktion. Außerdem ist es nicht mein Stil. Willst du hier bleiben und abwarten, was passiert? Bestimmt. Ich lieber die Laris ist noch in der Stadt und versucht herauszufinden, wie wir Bennett da rausholen können. Mit dem müssen wir Bis das geschehen ist, versuche ich, meine Leute zu beruhigen. Ich hoffe nur, dass Laris nicht so lange braucht. Bevor ich es vergesse. Buster will mit dir sprechen. Ich hab so einiges Worum es gehört. Geht, wollte er mir nicht sagen. Vielleicht gehst du mal zu ihm. Okay, mach ich. Kann ich dir bei der Sache mit Bennett helfen? Kann ich dir bei der Sache mit Bennett helfen? Klar, ein bisschen Grips und Vernunft wird der Sache sicherlich gut tun. Idioten laufen hier weiß Innos genug rum. Geh in die Stadt und sieh zu, dass du einen Weg findest, Bennett da rauszuholen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich die Männer unter Kontrolle halten kann. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Was Neues mit Bennett, weiß ich nicht. Aber hast du nicht noch was zu tun für mich? Du kriegst den Hals nicht voll, was? Du hast doch so schon genug Ärger. Was willst du denn noch? Noch einen Job. Ich bin Söldner, schon vergessen? In Ordnung, ich hab da was. Das wäre genau das Richtige für dich. Ich habe mit dem Richter der Stadt noch eine Rechnung offen. Am liebsten würde ich die Sache selbst erledigen. Die Paladine würden mich aber nicht mal nahe genug an sein Haus lassen, um mit einem Stein nach ihm werfen zu können. Die Sache muss schon ein bisschen durchdachter ablaufen. Also pass auf. Du wirst zum Richter gehen und ihm deine Dienste anbieten. Du wirst versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen und irgendwelche schmierigen Aufträge für ihn erledigen, bis du etwas Belastendes gegen ihn finden kannst. Okay. Der Kerl hat so viel Dreck am Stecken, dass es zum Himmel stinkt. Bring mir etwas, womit ich ihn bei der Miliz anschwärzen kann, sodass er für den Rest seines Lebens im Knast verschimmelt. Ich will aber nicht, dass du ihn umbringst. Das wäre viel zu schnell. Ich will, dass er leidet, verstehst du? Meinst du, du kriegst das hin? Ja, kein Problem. Wie viel? Kein Problem. Wie viel? Deine Belohnung hängt davon ab, was du mir bringst. Also, streng dich an. Das hat er wirklich nicht verdient. Geld habe ich jetzt noch nicht dafür, aber... Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Das nicht. Gut, vielleicht denkt Lord Hagen jetzt noch einmal über mein Angebot nach. Und wenn nicht, dann werden wir einen anderen Weg finden, hier wegzukommen. Achso, da ist noch nichts Neues dazugekommen? Habe ich denn? Ich habe nicht genug Geld. Wo hast du das denn schon wieder her? So. Gut, dann werden wir aber hier ab der nächsten Folge zusehen, dass wir Bennett rausholen aus dem Knast. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.